Es stehen ja mehrere Vektorimpfstoffe bereits in den Startlöchern, aber wie wirksam die einzelnen davon, in welcher Altersgruppe und gegen welche Mutanten sind, wird sich im Detail erst zeigen. Aber im Prinzip verfolgen alle Impfstoffe das gleiche Ziel. Auf der Oberfläche des Coronavirus befindet sich das sogenannte Spike-Protein. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Stachel. Und wir wissen, dass wenn unser Immunsystem lernt, diesen Stachel zu erkennen und abzuwehren, wir vor dem Coronavirus geschützt sind. Aber damit das Immunsystem das Spike-Protein erkennen kann, muss es an die Oberfläche von Zellen meines Körpers gelangen. Die Zellen wackeln dann quasi mit dem Spike-Protein herum und sagen, hey Immunsystem, da ist irgendwas, mach was dagegen. Der Punkt, in dem sich all diese Impfstoffe unterscheiden, ist, auf welche Weise man den Zellen dieses Spike-Protein zukommen lässt. Und da kann man all diese Impfstoffe ganz grob in drei Kategorien unterteilen. Sagen wir, das hier wäre eine menschliche Zelle. Hier haben wir den Zellkern mit unserer DNA und das rund um den Zellkern bezeichnet man als das Zellplasma. Damit das Immunsystem das Spike-Protein erkennen kann, muss dieses Protein an die Oberfläche von solchen Zellen gelangen. Dort wird es dann von anderen Immunzellen erkannt und die Immunreaktion startet. Und hier sind die drei Wege, wie dieses Spike-Protein dorthin kommen kann. Die erste Möglichkeit, man kann dieses Protein einfach direkt in den Körper spritzen, entweder direkt als Protein oder in Form von einem inaktivierten, also funktionsunfähigen Virus. Das wird dann von sogenannten Fresszellen zum Beispiel gefressen und dann stückchenweise an der Oberfläche hergezeigt. Und dann startet die Immunreaktion. Weil dann sagt diese Zelle zu einer T-Zelle, du schau dir das mal an, ich habe da was gefunden, ist das nicht ein bisschen komisch? Und dann rennt diese T-Zelle zu einer B-Zelle und sagt, du, ich habe da was gesehen, das schaut ein bisschen aus wie eine Gurke. Und wenn dann die B-Zelle sagt, oh, ich habe auch gerade so eine Gurke gefunden, dann weiß das Immunsystem, dass Feuer am Dach ist, dann werden Antikörper gebildet, dann reifen die Immunzellen heran und ich bin immun. Leiwand. Die zweite Möglichkeit, anstatt das Spike-Protein direkt einzubringen, bringe ich die Bauanleitung für das Spike-Protein ein, und zwar in Form von RNA. Das machen zum Beispiel BioNTech und Moderna. Das wäre jetzt so ein RNA-Faden, den verpacke ich in so eine Art Fettbläschen, dann kommt die RNA ins Zytoplasma. Hier wird sie abgelesen und umgeschrieben zu einem Spike-Protein und dann geht es weiter wie gehabt. Das Protein geht an die Oberfläche, startet die Immunreaktion und ich bin wieder geschützt. Nice! Die dritte Möglichkeit ist die Bauanleitung in Form von DNA einzubringen. Die muss zuerst in den Zellkern und das gelingt zum Beispiel mit Hilfe von Viren, damit die sich auch einmal nützlich machen. Wenn man Viren verwendet, um Erbinformation zu transportieren, bezeichnet man sie als Vektorviren, weil Vektor auf Deutsch so viel wie Träger bedeutet. Das ist zum Beispiel die Strategie von AstraZeneca, Sputnik V oder Johnson & Johnson. Dazu verwendet man sogenannte Adenoviren, die an sich schon ziemlich harmlos sind, aber zusätzlich noch so verändert wurden, dass sie sich selbst nicht vermehren können. Sie können also nur ihre Fracht in den Zellkern abladen und diese Fracht ist in dem Fall die Bauanleitung für das Spike-Protein. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Adenoviren haben selbst auch DNA. Und aus dieser DNA hat man vorab schon alle Gene entfernt, die man nicht haben möchte. Eben damit sich das Virus nicht vermehren kann, aber auch andere Gene, einfach um da drin ein bisschen Platz zu schaffen, weil man jetzt zusätzlich hier die DNA für das Spike-Protein einbringt. Dann muss man diese ganze DNA nur noch in das Virus verpacken und fertig ist mein Vektorvirus. Bei der Impfung passiert jetzt Folgendes. Das Adenovirus bindet an meine Zelle, wird aufgenommen, geht zum Zellkern und setzt in den Zellkern die DNA für das Spike-Protein frei. Diese DNA wird abgelesen zu RNA. Die RNA geht raus ins Zellplasma und hier geht es weiter wie gehabt. Aus der RNA formt sich ein Spike-Protein. Das Spike-Protein geht an die Oberfläche und zack, schon habe ich wieder meinen geliebten Immunschutz. Jetzt ist der Zellkern natürlich unser Allerheiligstes und deshalb haben manche die Sorge, die DNA vom Spike-Protein könnte dauerhaft in unserer DNA landen.
Und das ist verständlich. Schließlich gibt es Viren, die ihre DNA dauerhaft in unsere DNA einbauen. Und die allermeisten von uns wurden sogar bereits von solchen Viren infiziert. Hier ist ein Foto vom kleinen Martin, als ich die Windpocken hatte, ausgelöst durch ein Virus, das seine DNA dauerhaft in meine Erbinformation eingebaut hat. Und jeder, der schon mal eine Fieberblase hatte, also Lippenherpes, hat sich vermutlich beim Herumschmusen mit einem Virus infiziert, das seine DNA dauerhaft in die eigene Erbinformation eingebaut hat. Es gibt also durchaus Viren, die das machen, und einige von denen sind tatsächlich gar nicht ungefährlich, aber der Grund, warum man bei der Impfung ausgerechnet ein Adenovirus verwendet, ist, weil die das eben nicht machen. Die DNA dieser Vektoradenoviren existiert episomal. Das bedeutet neben unserer DNA. Und in so einem freien Zustand wird DNA nach einer gewissen Zeit auch einfach wieder abgebaut. Nehmen wir zum Beispiel das Adenovirus, das AstraZeneca verwendet. Das ist von der Europäischen Arzneimittelagentur gekennzeichnet als nicht replizierend, nicht integrierend. Nicht replizierend bedeutet, es kann sich nicht vermehren, es kann also nur seine Ladung abliefern und wird danach abgebaut. Nicht integrierend bedeutet, dass dieses Virus nicht, wie andere Viren, die notwendigen Werkzeuge hat, um sich aktiv in unsere Erbinformation einbauen zu können. Aber jetzt geistert durch die Medien eine Arbeit, die oft so dargestellt wird, als würde sie dem widersprechen und als würde sich die DNA von Adenoviren sehr wohl manchmal in die Zellkerne einbauen. Und zwar in 0,001 bis 1% aller infizierten Zellen. Man muss sich bei so Arbeiten immer ganz genau anschauen, was da eigentlich untersucht wurde und worauf sich diese Zahlen beziehen. Das ist aus einer 19 Jahre alten Übersichtsarbeit, bei der versucht wurde, Wege aufzuzeigen, wie es gelingen kann, die DNA von Adenoviren längerfristig in die Erbinformation von Zellen einzubauen, weil das für andere Anwendungsgebiete, nämlich Gentherapien, sinnvoll sein könnte. Diese Prozentzahl bezieht sich auf Versuche, bei denen man Zellen in Zellkultur mit hohen Konzentrationen von Adenoviren infiziert hat. Und da hat sich gezeigt, dass es unter diesen experimentellen Laborbedingungen gelingen kann, dass sich die DNA von einigen Adenoviren vereinzelt in die Erbinformation von Zellen einbaut. Nur ist das eben nicht die gleiche Situation, wie wenn ich einen ganzen Organismus mit einem Vektorvirus impfe. Diese Arbeit, auf die da immer Bezug genommen wird, kommt selber zu dem Schluss, dass ich dieses Phänomen in Zellkultur zwar einigermaßen hervorrufen kann, es in ganzen Organismen aber einfach zu selten vorkommt, als dass es geeignet wäre, um da irgendwelche Gene einzubringen oder langfristig abzulesen. Ein ganz entscheidender Unterschied ist nämlich, dass Lebewesen im Gegensatz zur Zellkultur ein Immunsystem haben. Und sollte es in seltenen Fällen tatsächlich vorkommen, dass DNA vom Spike-Protein in der Erbinformation landet, dann würden diese Zellen im Zuge der Immunreaktion ohnehin abgebaut werden. Hier ist der Grund: Wenn ein Vektorvirus in eine Zelle eindringt und die Zelle daraufhin Stücke vom Spike-Protein an der Oberfläche herzeigt, dann startet diese Zelle zwar die Immunreaktion, aber die Immunreaktion selber wiederum ist ja genau dafür verantwortlich, Zellen, die Stücke vom Virus an ihrer Oberfläche tragen, zu vernichten. Nach so einer Impfung fühlt sich ja die Schulter oft ein paar Tage so an, als hätte man einen starken Muskelkater. Das ist eine lokale Entzündungsreaktion, wo in dem Fall genau das passiert. Die Zellen, die Virusstückchen an ihrer Oberfläche herzeigen, starten die Immunreaktion, werden aber im Zuge dieser Immunreaktion selbst wieder abgebaut. Das ist ja der ganze Sinn von einer Impfung, dass der Körper lernt, einerseits die Coronaviren selbst zu vernichten, aber auch die Zellen zu vernichten, die an ihrer Oberfläche Teile des Coronavirus herzeigen. Und es ist weniger dramatisch, als es klingt, auch wenn ich einen Schnupfen habe, werden die infizierten Zellen abgebaut. Und deshalb folgender Fun Fact: Wenn man abseits von Zellkulturen untersucht, ob sich Adenovirus-DNA in seltenen Fällen in das Erbgut einbaut, dann nimmt man dazu häufig ganz bewusst Versuchstiere, die selbst kein Immunsystem haben. So wie in diesem Paper, das Mäuse untersucht hat, da landet zwar Adenovirus-DNA in einer von 100.000 infizierten Zellen, allerdings hat man das nur finden können, weil man da ganz bewusst Mäuse verwendet hat, die genetisch so verändert sind, dass sie weder B-Zellen noch T-Zellen haben
und somit überhaupt keine Immunreaktion starten können. Zusammenfassend, wenn es überhaupt vorkommen sollte, dass DNA vom Vektorvirus in ein paar einzelnen Zellkernen bleibt, dann ist das extrem selten. Aber selbst wenn das in ein paar Fällen vorkommen würde, wäre nichts zu erwarten, weil es ja die Aufgabe eben dieser Immunreaktion ist, genau solche Zellen abzubauen. Das Virus, das AstraZeneca als Vektor verwendet, testet man seit 2013 am Menschen. Ursprünglich, um zu schauen, ob es gegen Grippe hilft. Aber nicht vermehrungsfähige Adenoviren als virale Vektoren testet man seit 28 Jahren am Menschen. Das kommt uns nur so neu vor, weil sich vor der Pandemie leider die wenigsten für Vektorviren interessiert haben. Um das Ganze einzuordnen, sollte man eine Sache immer im Kopf behalten. So ziemlich jeder und jede von uns hat sich im Laufe des Lebens bereits mit Adenoviren infiziert. Auch da ist natürlich die DNA der Viren in unseren Zellkern gelangt. Und viele werden das gar nicht bemerkt haben, manche werden dadurch eine Erkältung bekommen haben, aber weil diese Vektoradenoviren sich nicht vermehren können, können sie keine Erkältung verursachen. Jede Art von Impfstoff hat Vor- und Nachteile. Zu den Nachteilen von Vektorimpfstoffen gehört, dass sie vielleicht bei Personen, die bereits viele Antikörper gegen Adenoviren in sich tragen, eine geringere Wirksamkeit haben könnten. Aber dafür gibt es ja die klinischen Studien. Zu den Vorteilen gehört, dass Vektorimpfstoffe keine Wirkverstärker benötigen, also keine sogenannten Adjuvantien. Und dass Vektorimpfstoffe tendenziell den zellulären Teil der Immunantwort, also den, der gar nicht so sehr auf Antikörper angewiesen ist, stärker stimulieren als andere Wirkstoffe das tun. Und dass man sie sehr lange im Kühlschrank lagern kann, was im Zuge einer globalen Pandemie gar nicht so unwichtig ist. Zum Schluss eine persönliche Einschätzung. Wenn man mir heute den AstraZeneca-Impfstoff anbieten würde, würde ich persönlich den auf jeden Fall nehmen. Weil diese südafrikanische Variante vorerst ja nicht die dominante ist und weil die Wirksamkeit gegen die anderen Varianten bei jungen Leuten ja voll okay zu sein scheint. Und es könnte durchaus sein, dass auch bei der südafrikanischen Variante die Chance auf einen schweren Krankheitsverlauf durch die Impfung sinkt. Aber das wird sich erst in naher Zukunft zeigen. Und es ist übrigens nicht so, als müsste man sich einmal für einen Impfstoff entscheiden und dann den Rest seines Lebens mit dem herumlaufen. Prinzipiell spricht nichts dagegen, dass, sollte sich ein anderer Impfstoff als wirkungsvoller gegen die Mutanten erweisen, RNA- oder Totimpfstoff, man so einen Impfstoff dann als Boosterimpfung nachgibt. Aber dazu müssen wir zuerst einmal diese globale Impfstoffknappheit überwinden. So, mehr Zwischenfazit gibt's von mir nicht, weil es werden laufend neue Daten veröffentlicht und ich weiß genau, dass wenn kurz nach dem Hochladen neue Daten herauskommen, mich das wahnsinnig ärgern würde. Und ich ärgere mich eh schon genug. Ich komme aus Wien. Also, Coronaviren, das sind die Bösen, doch gute Viren könnten es lösen, denn diese bringen auf die Schnelle das Stacheleiweiß in die Zelle.